Guten Morgen an diesem wunderschönen Sonntag morgen um 7. Ja, warum mal nicht am Sonntagmorgen um 7, ne? So, also, wir waren irgendwo stehen geblieben. Erstmal wollen wir hier ganz kurz gucken beim Wasser. Ah, man ganz lange wartet und ganz genau hinguckt, sieht man, dass es sich trotzdem noch bewegt, aber das ist so mit den unveränderten Shadern fürs Wasser und entsprechenden Einstellungen. Ja, na, vielleicht kann man an der Höhe noch so ein ganz, ganz kleines bisschen was tun, aber prinzipiell erstmal geht das wohl so. Na, es sieht auch nicht mehr ganz so schlimm aus und diese scheiß Bewegung ist auch nicht so sichtbar. Ich weiß jetzt nicht, ob man es am Meer irgendwie ein bisschen anders sehen kann, aber hier so im Kleinen geht's. Gut, wir waren letztes Mal ja eigentlich soweit durch, haben ein bisschen was gebaut. Wir gucken mal, was so passiert. Ich habe natürlich immer wieder keinen Plan für irgendwas, für heute, für ja, für diese Aufnahmesession. Wir gehen einfach erstmal hier sinnlos in den Keller und gucken uns mal so ein bisschen um, lassen uns inspirieren. Ja, schön. Hier übrigens, es gibt eine neue Textur und ansonsten hat sich nicht viel verändert. Es sieht genauso aus wie vorher. ja, Escape, ne? So, aber die Textur ist zumindest nicht mehr so ganz unattraktiv, sondern ja, es ist ein 2x2 Crafting-Feld hier zu sehen. Ja, kann man so hinnehmen. Wir können hier mal gucken, dass wir vielleicht so, ups, so ein bisschen uns hier mal schön einrichten. Ups, da ist die nächste Fackel weg. Ist natürlich gut, dass man jetzt irgendwie da nichts sehen kann. Ich sollte so Höhlengeschichten vielleicht immer dann machen, wenn es draußen nicht so hell ist. Weil jetzt so um die Uhrzeit, ne, 7 Uhr im Frühling, es wird ja langsam schon ein bisschen heller. Aber ja. So ist das. So. So, so war es, ne? So. So, hier, hier, hier und hier und hier. Hier und hier und hier und hier und hier und hier. Steine reichen natürlich wieder nicht. Da gehen wir mal ganz kurz welche machen. Beziehungsweise vielleicht haben wir noch welche da. Nö, wir haben keine da, dann müssen wir mal in den Ofen schmeißen. So, während das dann da brennt, können wir hier schon mal so ein kleines. Ach, wir können übrigens mal hier unten. Ich hatte beim Durchgucken nochmal gesehen, irgendwas hatte noch gefehlt. Hier oben. So. So, muss ja alles in Ordnung haben. So, und unten, 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 unten ist auch noch falsch. Wieso ist hier eigentlich so ein Loch? Habe ich da irgendwas, um das Loch zu stopfen? Loch stopfen gesagt. Ja. Was ist das denn? Warum ist das da so finster? Ach so, da ist da der. Oh, oh. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. So. Da ist der Mäsekram. Wir müssen das ja hier noch irgendwie zubauen. Runtergucken. Ah, geht nicht. Schade, na sowas. Ach komm, wir lassen es einfach. Das ist schon in Ordnung. Na. Wir lassen es einfach. So. Das hat schon seine Richtigkeit. Hier machen wir zu. Und da und da machen wir zu. Und dann kommt die Fackel rein. So, dann ist hier auch alles schön ordentlich. Hier drüben war aber, glaube ich, alles okay, ne? Sieht so. Ja, da war alles in Ordnung. So, jetzt müssten die Steine inzwischen auch gebrannt sein. Naja, ein bisschen. So. Na komm. So, so. Und dann haben wir nämlich hier wieder ein bisschen da. Dann kann man nämlich hier unten schon einmal das weiter zu bauen. Rein, 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 rein. Elbe, 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 Elbe. So.
Da und da, dann kann hier nämlich weg und dann hier kurz mal schauen, hier oben in der Ramschkiste, da haben wir doch tatsächlich auch noch ein bisschen Gitter. So. So. So ist doch hübsch. So ist doch hübsch. Dann kann man nämlich hier oben auch gleich mal eben kurz gucken. Nee, das war das. Das war das nicht. Das war das auch nicht. Das war das auch nicht. Nee, die Annerstrom. Die Annerst. Wie geht denn das? Ja, ich bin verwirrt. Dann machen wir es anders. Ja. Wir haben ja alles da, was wir brauchen. So, da brauchen wir... Oh, vielleicht brauchen wir mal zwei davon, oder? Ich mache einfach mal zwei. Ja. So, dann machen wir nämlich hier einmal ordentlich. So, nein. So, machen wir hier einmal ordentlich. Brauchen wir sogar noch drei von. So, hier, da auch noch. Und hier unten passt soweit. Gut, das heißt, eine müssen wir noch machen. So. Und dann schmeißen wir nochmal eine rein. Und dann haben wir nämlich hier noch eine. Und wir brauchen... Davon erstmal nichts weiter, okay. So. So ist doch fein. Kann man nämlich hier auch gleich mal die Decke vervollständigen. Ja. So. Und da war auch alles gut. Naja. Hier war noch nicht alles gut. Da und da. Und damit... Und zack. Und rein und rein und rein und rein und Elbe. So. Gut, dann hier können wir auch eben kurz mal gucken, dass wir zumindest so den Rand hier einmal irgendwie mit dem, was wir haben, machen und dann gucken wir dann gleich mal, dass wir uns die nächsten Steine holen und dann da zumindest die Wand schon mal fertig machen. Da, siehst du. Gut, die sollten inzwischen auch alle durchgebrannt sein und dann passt das schon und dann schmeißen wir gleich mal die nächsten rein. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar davon brauchen. Ja. 68. Na, fast 69. Nice! So. Zack. Und dann passt das. Ja, hier kommt gleich der nächste Dings rein, ne? So. Beziehungsweise, hier wollten wir ja eine Kreuzung machen. Das heißt, das kommt dann weg. Oh. Oder machen wir da jetzt eine Kreuzung rein oder lassen wir das jetzt so? Es wäre halt, weil es vier breit ist, nicht möglich, hier irgendwie das symmetrisch zu machen. Das heißt, wir werden wohl hier nicht drum rumkommen, eine Kreuzung zu machen. Das bedeutet, wir nehmen hier einfach mal weg. Ja. Wir können ja erstmal das dann zu, ja, zulassen. Beziehungsweise so andeuten, dass da ein Durchgang wäre irgendwann mal, ob man den dann baut oder nicht. Das kann man dann ja immer noch uns überlegen. Ups. Kann man dann ja machen, wie wir das oben zu Anfang auch gemacht haben. Wir machen da so einen kleinen Bogen rein und dann passt das dann erstmal. So. Da. 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 Na. Vielleicht sollte ich mal
Stahlhalm. Ah, so. Hm. Geht so. So. Haben wir nämlich hier schon mal schön einen Bogen. Angedeuteterweise. Und das hier hinter, das war natürlich Käse. Dahinter, da kommt nämlich ganz einfach. Wir machen hier erstmal wieder Steine draus. So. Ja, das hat ja super geklappt. Na gut. Da ist ein bisschen was von übergeblieben. So, aber wir machen hier hinter zu. Beziehungsweise, nein, das sind die falschen. Bei der Gelegenheit können wir vielleicht kurz noch ein bisschen Kohle mitnehmen hier. So. Und dann füllen wir auf mit wertvollem Cobblestone. Kommt man da ran? Oh, da hinten kommt man ran. So eine 3D-Ansicht wäre ja auch irgendwie geil, ne? Dass man wirklich so runtergucken könnte. Naja. Ich glaube, da brauchst du dann VR-Brille für. So. Da haben wir ja sogar noch zwei von da. Das heißt, wir brauchen davon, wir brauchen davon. Und wir brauchen davon. Und dann gehen wir hier nämlich einmal drum rum. So. 9 reicht nicht. Egal, egal, egal. Siehste. Gut. Reicht auch nicht. Dann machen wir nochmal eben ein. So, und dann passt das. So, dann haben wir hier nämlich so angedeutet, da könnte mal irgendwann ein Durchgang entstehen. Und der hier kann wieder raus. So. Da tun wir dann schön Cobblestone rein. Na. So. Gut, so und so. Da kommt auch Cobblestone rein. Wir machen erstmal bis hier zu. Ups. Ja. Ja, und hier wird das dann entsprechend weitergehen. Kohle, Kohle, Junge, Kohle. So. So ist doch fein. Ah, hier könnte das dann weitergehen und hier geht das dann weiter, beziehungsweise hier machen wir auch mal so einen angedeuteten Durchgang irgendwie hin. Ich kann ja hier den mal kurz für irgendwas benutzen. So. Kann man hier auch sowas? Ich glaube, so ging das, ne? Genau. So. Das sieht alles so eng aus. Doch, aber passt schon. So. So. Und dann brauchen wir tatsächlich von denen noch welche. Na, wenn das mal reicht. Oh, Mist aber eigentlich. Aber vorher machen wir hier hinter einmal ordentlich. Irgendwann werden wir es sowieso nochmal wieder aufreißen, aber bis dahin soll das hier bitte schön sauber geschlossen sein. Also Fusch am Bau ist nicht so geil. So. So. Oh, da geht's irgendwann weiter, da geht's irgendwann weiter und hier geht's jetzt schon weiter. Müsste man eigentlich auch so bogenmäßig hier oben sowas machen, ne? Wir machen hier mal eben kurz Treppen. 8 Stück. Reicht nicht. Ne, reicht nicht. Es müsste hier ja rein theoretisch so irgendwie laufen. Ich glaube, das machen wir. Das geht schon. Reicht ja doch. Na, was ist denn hier wieder für ein... So. Und, ja gut, hier von oben kommt die Treppe runter, da geht es natürlich nicht, aber wir können, wo können wir? Hier können wir. Wir können da auf jeden Fall von denen hier reinsetzen.
So und so. Ah, hier wäre halt, ne? Aber Treppe und so, von daher bleibt das hier offen. Aber dann haben wir hier zumindest so dieses Abgesetzte hier von oben irgendwie weitergeführt. Wir können das ja nutzen hier für Gänge und so, dass wir hier einmal oben so einen Absatz drin haben. Ah, hier müssen wir noch einer rein. So. Aber nicht mit dem guten Cobblestone dahinter. Mit dem guten Steinstein dahinter. Da packen wir den wertvollen Cobblestone rein. So. Ja, ne, hier ist, weil Raum und so ist es natürlich nicht, aber hier in dem Gang ist es und hier Treppe runter, ja gut, okay, hier geht's nicht anders. Und hier ist es auch wieder. So. Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Gut, dann haben wir das. Na. Dann haben wir... Das passt soweit alles. Ja, hier ist dann halt eben, ne? Geht es dann hier in den Technikraum rein, wo dann so der ganze Filterkram bzw. der ganze Brennkram dann irgendwie steht, der jetzt auch, glaube ich, etwas leichter zu bauen sein sollte mit der Mesemod. Schauen wir mal eben hier unten. Hier müsste eigentlich auch noch so eine Falt... So eine Druckerplatte rein, oder? Falt hier, würde ich gerade sagen. So. Von innen. Geht dann ja relativ schnell wieder zu die Tür. Rums. So. Aber so passt das. Ja, hier wird wahrscheinlich kein Gras wachsen. Das heißt, wir können mal eben gucken, ob wir das ja, künstliche Gras machen können. Ich glaube, das ging so, ne? Nee. Irgendwie konnte man das machen. Oder ist da irgendwie... Krass. Ach, das war das Ding. Irgendwie konnte man doch dieses künstliche Gras bauen. Hier, mit Jungle Grass. Gut, brauchen wir jetzt mal Jungle Grass. Schauen mal eben unten in der Kiste. So auf die Schnelle sehe ich kein Jungle Grass. Ne? Wollen wir eben kurz welches holen? Haben wir einen Dschungel in der Nähe? Ja, hinten, ne? Nee, es ist kein Dschungel. Das da hinten ist das Dschungel? Das da Dschungel? Das ist alles kein Dschungel, das ist alles normaler Wald. Naja. Gut, dann nehmen wir das mal so hin, dann lassen wir das erstmal. So. Balancieren. Da ist auch kein Dschungel, ne? Das ist auch alles normaler Wald. Yay. Blub, blub, blub. So. Es bewegt sich aber tatsächlich nicht, ne? Aber irgendwas war damit, weswegen das nicht ging, dass es irgendwie schief ist. Auf lange Distanz. Ich habe jetzt irgendwie 10.000 eingestellt als Wellenlänge. Von daher sollte das dann erstmal ein bisschen reichen. Aber irgendwann sieht man es dann schon. Aber gut. Das passt schon so. Erstmal zumindest. Gut, dann... warum bin ich jetzt eigentlich rübergelaufen? Wollte ich irgendwas holen? Ich weiß es doch nicht mehr. Ich glaube, ich wollte irgendwas holen, oder? Verrückte Welt. So. Holz haben wir noch da. Was wir mal angehen können, so langsam, wäre tatsächlich irgendwie zumindest hier die Verkabelung mit dem Sortiergedönse. Das heißt, die Pipe, guck mal hier in der Sorting Lure Control. Ne, irgendwo gab es noch diese Sorting-Geschichte.
Der erkennt nur. Sag mal, bin ich. Bin ich denn doof? Teleporting? Priority. Sorting Periodic Tube. Das Ding wollte ich haben. So, da brauchen wir ein Crystal für und wir brauchen ein Dings dafür. Hier, Paper haben wir jetzt ja erstmal. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4. Ja, wir machen 8 und wir haben, wie viele Segmente haben wir? Haben wir eben kurz mal gucken. So. Da gibt es 2. Können wir mal eben schauen. Genau, da kann man dann nämlich einstellen. Es gibt immer 6 Farben. Und da kann man dann Sachen reinschmeißen. Und je nachdem, wie man das dann connectet, ja, hat man dann eben die jeweilige Farbe. Und das wird dann in der jeweiligen Richtung weitergeleitet. Wir gucken gleich mal, dass wir das noch ein bisschen schöner irgendwie dann aufgebaut haben, aber erstmal brauchen wir ein paar davon. So. Haben natürlich nicht genug Kristalle für. Das heißt, wir gehen mal kurz zurück. Tür, hallo, danke. So. Wir machen einfach erstmal ein paar. Genau, da gibt es 9 von, das reicht. Ach komm, dann machen wir auch 9 von denen hier. Dann ist das gut. Na, rein damit und rein damit und raus damit. Dann gehen wir einmal hoch zum Wasser. So. Das ist total aufregend. Na. So. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Und dann kommen wir nochmal wieder ein bisschen brennen und dann haben wir wieder ein bisschen Zeit und dann haben wir vor allem wieder ein paar Kristalle, die wir nutzen können für irgendwas. Weil wir brauchen ja neben der Sortierung noch ein paar Maschinen, die wir dann auch nutzen können. Ja. So, zack. Und den einmal wieder voll machen. Und dann so. Die brennen wir dann aber drüben. So. Ist schon praktisch mit TravelNet. Ja, man spart sich echt so ein bisschen den Weg. So. Während die brennen, können wir hier schon mal gucken. Wir brauchen noch ein paar Pipes. Habe ich zufällig welche? Habe ich nicht. Gut, dann machen wir eben welche. Ja. 6 werden nicht reichen. So, dann müssen wir das Ganze nämlich schön unsichtbar von hinten irgendwie verkabeln. Das heißt, wir müssen uns hier einmal irgendwie durch die Wand bohren. So, und dann würde ich sagen, wir gucken mal.